Da grüße ich zu einem neuen Video. Ja, würde ich sagen, starten wir heute. Heute haben wir einiges zu tun. Wie oben in der Videobeschreibung schon zu erkennen ist, heute geht es um Wasserwechsel. Wir werden jetzt gleich mal einen Wasserwechsel durchführen. Wir werden, ich zeige, wie das Osmosewasser, wie ich das wieder einführe in das Becken oder einlaufen lasse, besser gesagt. Wir werden eine Pflanze heute komplett cutten müssen. Habe ich ja schon mal angekündigt, die Woche. Ich habe das Becken diese Woche, diese tägliche Pflegevideo reingesetzt. Das werde ich natürlich jetzt heute, werde ich die Bezeichnung auf wöchentliche Pflege oder wöchentlicher Pflegeaufwand plus Wasserwechsel dazu machen. Ja, was haben wir noch? Wir haben heute, was haben wir noch heute? Was haben wir noch? Ah, Verlosung. Verlosung, ihr könnt sehen, ich zeige es mal. Ich habe hier 4 Kistchen schon stehen. Da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Da komme ich aber näher drauf gleich in meinem Video. Ja, dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Wir starten. Wir gucken jetzt noch mal kurz in das Becken rein. Das offizielle Licht ist ja noch nicht an. Ich habe es jetzt erstmal auf manuell und auch nur die mittlere Beleuchtung eingeschaltet, aber in einer leichten Stufe. Wir gucken mal rein, was wir machen. Ja, warten mal. Wir blenden mal um. So. Da sind wir. Gut, da haben wir oben definitiv unsere Taler, die müssen wir heute runterschneiden. Dann haben wir hier ein bisschen was zu machen. Wir werden mal gucken, ich werde den Bodengrund ein bisschen aufwirbeln. Ja. Hier hinten haben wir einen Ludwigia-Stamm, den werde ich definitiv runterschneiden. Den setzen wir dann natürlich vorne wieder gleich neu ein. Ja, wir haben so ein paar kleine Sachen, die wir machen werden. Und dann würde ich sagen, starten wir auch. Einen Punkt habe ich noch, es wird zwischendurch, ich muss das Video, ich habe so einige Szenen drin, muss das Video halt eben zwischendurch cutten, also nicht wundern. Und ich würde sagen, ich starte jetzt damit mit dem Schlauch, den Ablaufschlauch, den legen wir jetzt in das Becken rein und fangen dann schon mal langsam an. Gut, dafür muss ich aber erstmal oben die Abdeckung abmachen. Ist nicht besonders schwer. Alles klar, dann bis gleich. So, ganz wichtig, aber vor einem Wasserwechsel bitte den Stecker hier oben ziehen. Den habe ich schon rausgenommen. Auf jeden Fall den von der Heizung. Das ist ganz wichtig. Was man jetzt hier sehen kann, ist hier hinten, wovon ich mal geredet habe, mein Außenreaktor. Den kann man hier hinten ganz gut erkennen. Das ist diese Kugel, die hier hinten drin ist. Diese Kugel hat so wie eine Spirale drin, das heißt, das CO2 geht hinten runter und wird zu 100% gelöst und wird dann durch den Außenfilter dann in das Becken reingetragen. Ja, das ist das Prinzip, ist relativ einfach, aber sehr, sehr effektiv mit diesem Außenreaktor, mit dieser Kugel, weil das CO2, wie gesagt, zu 100% gelöst wird. Man kann hier sehen, ich habe jetzt hier auch mein CO2 Zähler, der ist auch in dem Unterschrank halt eben eingebaut. Ja, ich habe auch hier oben noch, aber der ist nicht im Betrieb, ein pH-Messgerät, aber das ist bei mir nicht im Betrieb. Jo, das wollte ich auch mal zeigen mit diesem CO2-Reaktor, den ich verwende. Warum habe ich da oben Panzertape drauf? Das ist nur zur Sicherheit, das hat nichts, das ist nicht undicht oder sonst was, sondern das habe ich nur zur Sicherheit nochmal drauf gemacht. Ich bin da irgendwie sehr, sehr vorsichtig, was das betrifft. Gut, aber hier geht es wirklich darum, was ich mal zeigen wollte. Bitte Stecker vor einem Wasserwechsel nicht vergessen. Gut, dann der Schlauch ist drin, wie man sehen kann. Wasser läuft jetzt langsam ab. Wie wirbel ich zum Beispiel meinen Bodengrund auf? So, ich mulme nicht. Also bei mir ist es so, dass ich mein Becken nicht großartig mulme. Das heißt, also in den Säul gehe ich jetzt nicht irgend mit einer Mulmglocke oder sonst was rein, sondern ich wirbel in der Regel eigentlich auf. Wie mache ich das? Das zeige ich jetzt mal. Ich nehme dafür, nehme ich eine Karte durchgeschnitten zur Hälfte. Hier die klassischen Scheckkartengröße, durchgeschnitten zur Hälfte. Gehe dann mit meinem Schlauch in die Hand, halte dann zwischen Schlauch und meinem Finger diese Karte dazwischen, weiß nicht, ob man das erkennen kann, und wirbel dann im Prinzip damit den Bodengrund etwas auf und sauge ihn damit gleichzeitig ab.
Weil der Vorteil an der Sache mit diesem Aufwirbeln durch diese Karte, die halt eben dazu kommt, lässt sich das viel, viel leichter, weil diese Verwirbelung dann extremer ist und es lässt sich dann viel, viel leichter halt eben automatisch aufsaugen. Da ich das aber erst gründlich gemacht habe letzte Woche, kommen da nicht allzu viel. Ich habe hier noch ein paar Moosteile unten liegen. Hier liegt noch was. Hier ist auch noch ein bisschen Moos dazwischen. Dann nehme ich meine Eriocaula und die Polaris, gehe da mal zwischendurch, weil da sammelt sich auch teilweise einiges an. Dann gehen wir noch mal in den hinteren Bereich. Wie gesagt, Checkkarte nehmen, ein bisschen aufwirbeln. Man sieht, das wirbelt sehr, sehr gut auf und dadurch kann man das halt eben gleich wieder einsaugen. Also das mit dieser Checkkarte, das finde ich relativ praktisch. Das habe ich auch in einem amerikanischen Video mal gesehen. Der hatte das gemacht gehabt und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die Idee. Viele machen das ja mit diesen zwei Fingern. Das geht auch. Aber ich finde es leichter mit dieser Karte. Man nimmt sich einfach so eine, man hat genug Eintrittskarten oder diese Checkkartengröße. Hat man genug, die wir nicht mehr brauchen, dann nimmt man die und da kann man das ganz gut verwenden. Gut, so viel haben wir aber auch nicht heute hier drinnen. Da hinten noch mal kurz reingehen. Und dann war es das eigentlich. Ja, ich habe das letzte Woche erst sehr gründlich gemacht. Gut, dann nehmen wir den Schlauch, lassen ihn erstmal einfach hängen. Und das mache ich mit einer Zwinge hier oben. Da kann ich mal wieder zurückstellen etwas. So. Das habe ich hier oben in so einer, mit der Zwinge befestigt. Kann man sehen. Und dann war es das. Gut. Als nächstes würde ich sagen, schneiden wir mal, davon mache ich den Schlauch zur Seite, nehme ihn weg. Als nächstes schneiden wir mal unsere Rotala. Dafür nehme ich meine Schere, brauche ich. Die schneiden wir dann komplett einmal runter. Das war's schon. Das fange ich mir jetzt mal hier raus. Leg das hier oben hin. Noch ein bisschen was drin. Das ist meine Schere. Dann haben wir die Rotala auch schon fertig. Hier haben wir noch eine Eriocaula, die hatte ich hier oben reingelegt. Kann ich sie mal erkennen kann. Hier liegt sie. Das ist die Eriocaula. Gut, da haben wir nämlich jetzt die Rotala schon geschnitten. Die längliche Ludwigia, die habe ich jetzt auch schon rausgeschnitten. Und mit der Karte, mit dieser Aufwirbelung haben wir jetzt auch schon gemacht. Die Feinheiten machen wir gleich später. Wasserwechsel läuft noch. Da sind wir schon gleich fertig. Dann setzen wir jetzt noch den einen
Stängel von der Notwigia wieder neu ein. Dafür brauche ich mal meine Pinzette. So, hier haben wir unseren Notwigia-Stängel, kann man sehen. Den setzen wir jetzt wieder hier vorne in den Bereich neu ein. Und das machen wir, haben wir eben gesagt, hinten in die Ecke. Und dann kann die da wieder neu, da geht sie raus. Also es ist so, dass ich meine, es ist immer echt schwer mit der Kamera und man denkt, die Pflanzen teilweise so nehme. Das heißt also, ich habe zwischen Pinzette die Stängel und dann setze ich die hier unten in dem freien Bereich einfach wieder ein. Gut, da haben wir sie unten jetzt drin sitzen. Kann man sehr gut erkennen. Das war's schon. Gut. Das war's eigentlich dazu. Jetzt haben wir natürlich hier oben haufenweise Pflanzenrückschnitt. Und wie ich versprochen habe, habe ja gesagt gehabt, ich gebe einen Teil der Pflanzen, werde ich weitergeben. Das wird auch so sein, das habe ich versprochen. Wir machen das jetzt so. Ich habe 4 Päckchen gemacht und alle, die, weiß nicht, so viele dran teilgenommen haben, alle 4, die dran teilgenommen haben, werden von mir jetzt im Prinzip diese Pflanzen auch zugeschickt bekommen. Das ist jetzt meine Idee, die ich habe. Deswegen habe ich auch diese 4 Päckchen und ich habe genug davon. Deswegen teile ich die jetzt gleich auf, verpacke das Ganze und werde das natürlich dann morgen früh versenden. Ja, also jetzt kommen sie noch mal in den Eimer rein, aber morgen früh spätestens dann verpacke ich es und dann wird es versendet. Dann geht es raus. Ich hoffe, ich kann damit oder konnte damit jemanden eine Freude machen und deswegen würde ich sagen, machen wir in unserem Wasserwechselvideo einfach weiter. So, wir haben jetzt hier schon einen großen Teil aus dem Becken draußen. Das ist auch das, was ich so eigentlich mache. Und jetzt lassen wir gleich da wieder Osmosewasser rein. Okay, dann bis gleich. So, letztens haben wir ja den Bonsaibaum geschnitten. Da hatte ich ja noch gesagt gehabt, das was auf der Kokosnuss drauf ist, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber heute ist der Tag, wo wir das dann auch schneiden. Man sieht jetzt hier, das ist die Kokosnuss, man sieht nichts von der Kokosnuss. Aber da werden wir jetzt auch gleichzeitig das Moos mitschneiden. Die Gelegenheit nutzen wir, das habe ich dann rausgeholt. Habe ich ja letztens gesagt, deswegen liebe ich es eigentlich, wenn wir Moos auf Gegenstände aufbinden und die dann anschließend aus dem Becken wieder rausholen, damit wir die aus dem Becken wieder rausholen können und dadurch leichter schneiden können. Das sieht, das wird sehr sauber. So. Ja, hier ist eine freie Stelle. Aber das kann in Ruhe zuwachsen. Oben drauf noch ein bisschen. So. Wir sehen, jetzt ist unsere Kokosnuss, die ich mit Moos gepflanzt habe, auch geschnitten. Und dann können wir die auch wieder zurück tun ins Aquarium. So, hier sehen wir unsere Singapur Black Red, die morgen auf die Reise geht. Die werde ich heute Abend noch mal sortieren. Die sitzen jetzt hier im Wasser und dann kommen die dementsprechend in die Kisten rein, verpacke ich die und dann kommen die rein und dann gehen, ich hoffe für 4 glückliche, gehen die dann morgen auf die Reise. Okay. Gut. So, Wasser ist rausgelassen.
Ich habe ja gesagt, ich mache in der Regel immer nur so 20-30%. Wir haben aktuell noch eine Temperatur von knapp 24 Grad drinnen. Bei dem Wasserspiegel, der das jetzt hat und ich jetzt da das Osmosewasser reinlaufen lasse, dann falle ich ab bis ungefähr 22 Grad. Aber das ist dann für die Fische noch erträglich. Gut, wir haben jetzt hier, wenn wir sehen, die Pflanzen sind alle geschnitten. Hier oben sieht man, wie unser Bonsai oben rausschaut. Hier hinten ist alles geschnitten, größte Teil ist ab. Die habe ich auch geschnitten, die Lotvigia, die habe ich hier unten eingesetzt, habe ich ja eben gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt auch diesen Moment mit dem Osmosewasser. So, jetzt ist es bei mir so, den Schlauch habe ich reingelegt. Ups. Schlauch liegt im Becken drinnen. Hier kann man das sehen. Hier sieht man den Anschluss vom Schlauch. Der ist, er hängt an der Osmoseanlage. Die Osmose zeige ich und dann hänge ich es dran. Und da läuft es schon rein, das Osmosewasser. Die Osmoseanlage, die hat eben eine sehr, sehr gute Leistung. Und dann füllt sich das Becken jetzt. Kann man sehr gut erkennen. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Und in ein paar Minuten ist das Becken dann auch wieder gefüllt. Was ich auch mache ist, ich lasse den Filter, den schalte ich in der Regel dann jetzt ein. Das mache ich jetzt auch gleich in dem Moment, wo ich jetzt wieder Cut mache, weil sonst ist es zu laut. Und dann lasse ich das Wasser jetzt schon, also den Filter, über den Filterauslauf schon reinlaufen. Hintergrund ist, dass frische Osmosewasser sich halt eben da schon vermischt. Gut, also mit dem alten Aquariumwasser mischt sich das frische Osmosewasser halt eben dann schneller. Würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. So, hier kann man auch die CO2-Anlage sehen. Wie mache ich das? Da läuft es raus. Die hängt jetzt hier an der Wand im Klo. Ja, nichts Besonderes. Wenn ich damit fertig bin, rolle ich die Kabel wieder, die Schläuche wieder auf, hänge sie an die Wand. Und das war's. Hier unten sieht man die vier Filter dazu. Wollte ich nur einmal ganz kurz zeigen. Von hier aus gehe ich dann immer direkt ins Aquarium rein. Der Vorteil dieser Anlage ist halt eben, dass sie eine eigene Pumpe drin hat und ich halt eben nicht auf den Wasserdruck hier angewiesen bin, sondern sie halt eben durch ihre eigene Pumpe das Wasser halt eben sehr, sehr gut fördert bis zum Aquarium. So, Wasser ist gleich aufgefüllt. Man kann sehen, Pflanzen geschnitten. Jetzt sieht das auch richtig sauber und richtig gut aus. Auch das Moos hier vorne, was ich auf der Kokosnuss geschnitten habe. Hier hinten. Ihr habt gesehen, ich habe nur eine Pflanze geschnitten und das ist die Rotala gewesen. Jetzt ist natürlich die Singapurblatt. Die habe ich geschnitten hinten. Jetzt ist natürlich die Rotala Valigi etwas größer. Vorher war es natürlich ein bisschen umgekehrt. Und automatisch hat man schon eine ganz andere Optik. Alles andere habe ich nicht geschnitten, habe ich so gelassen. Außer das Moos habt ihr gesehen. Und hier bei der Lotvigia habe ich hier noch was eingesetzt. Das passt. So, das Becken ist jetzt fast gefüllt. Wir haben noch eine Stelle, eine kleine. Gut, die machen wir noch. Und dann ist das Thema durch. Was fehlt uns jetzt noch? Was uns jetzt fehlt, da ich ja reines Osmosewasser dazugegeben habe, härte ich in der Regel nach dem Wasserwechsel etwas auf. Dazu schaue ich mir eigentlich meinen Leitwert an, den gucken wir uns zusammen mal an. Da das Wasser aufgefüllt wird, sich ja auch nicht mehr allzu viel ändern fast. Jetzt gehen wir mal hin und schauen, ich habe jetzt aktuell einen Leitwert von 164. Okay. 164, ich möchte ein bisschen mehr als 200 rüberkommen, mache ich es jetzt so. Dafür habe ich dann mein Aufhärtesalz. Das ist ein GH Plus Salz. Das sind Spurenelemente und Mineralien sind da drinnen. Die verwende ich. Dafür verwende ich einfach ein Gefäß. Das fülle ich mir komplett auf 1 Liter auf. Oder fast 1 Liter. Dann nehme ich mein Aufhärtesalz, nehme dann meinen Löffel, mache von diesem Löffel 2 bzw. 1,5 gehäufte davon rein,
Gut, das war es auch schon. Deckel schnell und gut verschließen. Das muss nämlich trocken gelagert werden, dieses Aufhärtesalz. Weil ich gerne... So, dann haben wir das. Dazu nehme ich in der Regel meine Pinzette und rühre das erstmal eine ganze Zeit um. Damit sich das im Prinzip löst. So viel habe ich ja jetzt nicht dazu gegeben, da reicht ein Liter. Und dann warten wir noch eine Weile, stellen das hin und gucken wir gleich. Kann man auch noch andere Themen zwischendurch machen. Gut, nochmal zu dem Thema Verlosung, komme ich jetzt nochmal zurück. Ja, es waren 27 Pflanzen drin. Einer war komplett richtig, hat richtig getippt. Und welche, die anderen lagen daneben. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, da ich wirklich so viele Rotala Singapurs hatten und jetzt auch die Teilnahme wirklich nicht allzu hoch und wahrscheinlich auch einige dabei waren, die sich darauf gefreut haben, habe ich gesagt, komm her, weißt du was, ich versende sie jetzt allen und daher werde ich heute Morgen 4 Päckchen versenden. Dann bitte nochmal, die E-Mail-Adresse habe ich eigentlich reingeschrieben, bitte nochmal auf meine E-Mail-Adresse eure Adressen mir senden, damit ich das morgen früh gleich senden kann. Gut, geschnitten, wie gesagt, habe ich sie. Ich habe sie aktuell noch im Eimer. Morgen früh vor der Arbeit verpacke ich sie nochmal sauber und dann bringe ich sie auch vor der Arbeit noch zur Post. Ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt wird jetzt hier sein, dass ich jetzt als nächstes die Wasserwerte nachher nochmal testen werde. Das heißt also klassische Nitrat-Phosphat-Werte werde ich nochmal gucken. Die schaue ich mir gleich nochmal an und wenn ich die dann getestet habe, dünge ich dann entsprechend auf den Wert X auf. Warum sage ich bewusst X? Weil ich ja das in dem MPK-Video meine Düngerwerte dann erzählen werde bzw. sagen werde, wie hoch ich aufdünge. Und das, was ich vor einem Wasserwechsel ans Düngerwert habe und ja, wie ich das dann mache. Deswegen habe ich jetzt bewusst meinen Wert nicht gesagt. Jo, das war das Thema. Aufhärtung haben wir gleich, die geben wir jetzt gleich noch dazu. Ansonsten ist das Becken jetzt für diese Woche fertig, beziehungsweise halt eben jetzt noch jeden Tag das, was man im anderen Video gesehen hat. Und dann passt das Ganze eigentlich auch. Läuft noch ein bisschen rein, ist nicht mehr so viel, ist gleich fertig. Da ist jetzt die Markierung, kann man sehen. Ich mache es immer bis zur Markierung. Skimmer habe ich gereinigt. Ja. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, Düngung haben wir, dass ich das jetzt gleich im Anschluss mache. Aufhärtung haben wir, das kann man auch gerade mal dazugeben. Kann man mal gucken, ob sich das gut gelöst hat. Kann man sehr, sehr gut merken. Ne, da ist nichts mehr. Das löst sich, also dieses Salz löst sich relativ schnell auf. So, ja, ist sauber. So, und dann gebe ich das hinten bei dem Ausläufer schlückchenweise, gebe ich das rein. Und noch ein bisschen. Wenn man mehr Aufhärtesalz verwendet, bitte mehr Wasser zur Verdüngung. Tipp kann ich geben, weil das kann schon sehr ätzend sein. Dann wasche ich es aus. Jo, das war's schon. Können wir gleich mal testen, wenn sich das jetzt ein bisschen verteilt hat. Das verteilt sich ja relativ schnell und dann müssten wir eigentlich mal, wir können ja mal Spaß aber gucken, ich habe es noch nie direkt nach dem Aufhärten gemacht. Na ja, gut, bei 190, das härtet sich jetzt, wenn das jetzt besser verteilt, dann klappt das. Ja, das soll es eigentlich schon zu gewesen sein. Noch mal ganz kurz, wie gesagt, ich habe das heute in einzelnen Clips gemacht, weil ich wollte nicht wirklich da stundenlang, ja, das wäre dann ohne Kommentar dazu gewesen. Deswegen die wichtigsten Teile habe ich dann immer gezeigt und mehr dazwischendurch habe ich auch nicht gemacht. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefällt und freue mich natürlich über einen Daumen oder natürlich auch über ein Abo auf jeden Fall. Nochmal den Hinweis, ab dem 1000. Abo habe ich ja gesagt,
werde ich regelmäßig halt eben alle meine Aquariumpflanzen, die ich schneide und die zur Verfügung sind, dann regelmäßig zur Verlosung werde ich die dann rausgeben. Also da ist auf jeden Fall eine Chance da, dass man ein Päckchen bekommt von einer Pflanze, die man gerne haben will. Gut, das war's schon. Dann wünsche ich auf jeden Fall einen riesen Wochenstart und würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.